Sie kommen nachts, wühlen sich hemmungslos durch den Rasen und machen selbst vor der Torlinie nicht Halt. Eine Wildschweinrotte hat den halben Sportplatz vom Fußballverein in Vockerode verwüstet. Und das nicht zum ersten Mal. Bis auf dem durchgepflügten Acker der nächste Anpfiff ertönt, wird es wohl noch ziemlich lange dauern. Nein, das ist kein frisch gepflügter Acker, sondern ein Fußballplatz. Frisch umgegraben von Wildschweinen in Vockerode, Sachsen-Anhalt. Die Kicker vom FSV Turbine sind genervt. Wenn man da den nächsten Morgen dann kommt, guckt man natürlich immer ein bisschen blöd aus der Wäsche, ja, und ist sehr verärgert, weil es eben auch einen großen Aufwand verbunden ist, das alles wieder herzurichten. Für den Fußballverein ist das kein seltenes Trauerspiel. Immer wieder kommen im Winter die Wildschweine aus dem Wald und stecken ihre Rüssel ins Erdreich auf der Suche nach Würmern. Voriges Jahr war es auch, da war man bloß in Höhe Mittelkreis. Das hat man dann eben mit Erde aufgefüllt, wieder gewalzt und angesät, und ja, das hat man dann im Griff. Überall in Deutschland werden Wildschweine immer zutraulicher, suchen in Dörfern und Städten nach Nahrung. Auch in Vockerode können nicht nur die Fußballspieler ein Lied davon singen. Jetzt haben wir auch im Ort in der Neubausiedlung, da sind auch etliche Gärten zerwühlt. Die Anwohner beschweren sich auch, aber es ist halt schwierig. Innerhalb der Ortschaft darf da nicht geschossen werden. Aber es ist ja auch schon eine Drückjagd veranstaltet worden, damit das ein bisschen minimiert wird. Aber so richtig großen Erfolg hatte das nicht. Für den FSV Turbine bedeutet der umgepflügte Rasen nun, dass er die nächsten Heimspiele wohl verlegen wird. Erst einmal muss der Platz wieder bespielbar sein, und das kostet. Naja, wir haben Sponsoren haben wir eigentlich nicht so großartig jetzt, die uns da was beisteuern, aber wir haben Mitgliedsbeiträge, und von denen haben wir das in der Vergangenheit immer finanziert. Das war dann auch am Jahresende die Kasse so ziemlich leer. Nun soll ein Schutzzaun her. Spieler, Freunde und Bekannte wollen tatkräftig selbst anpacken, damit der Ball hier bald wieder rundrollt.